Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem Replay, eingeschickt von Schlachtschiff Bismarck. Und wir wissen mittlerweile, wenn Schlachtschiff Bismarck draufsteht, dann ist Qualität drin. Und daher sehen wir heute den Tier 10 Zerstörer Khabarovsk. Und ich bin sehr gespannt, die Werte sehen nämlich exzellent aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was er da reißen kann, beziehungsweise wie stark er da hier Gas gibt. Und kaum sage ich Gas, zündet auch schon sein Boost. 46,6 Knoten, unglaublich flink. Und gleich gehen wir jetzt ins Live-Gameplay, nämlich jetzt. Da muss man aufpassen. Da, oh, Fobuki, was machst du denn da? Er wird hier deutlich langsamer. Ist auch gut so, weil das waren Torpedos, die man absolut nicht braucht. Aber er schreibt auch gleich sorry, weil ich glaube, das war ihm direkt klar, dass das nicht so clever war. Jetzt zündet er den Nebelwerfer und man sieht hier direkt die aktivierten Kreise, finde ich eine sehr gute Neuerung, die es hier in den Client geschafft hat. Und jetzt kann er sich austoben und jetzt gibt er Gas, weil in dem Fall die Fubuki macht die Gegner hier auf und er kann sich hier austoben. Schießt auf die Rohn mit AP, wie man sieht. Also Khabarovsk kann das wirklich sehr, sehr gut. Und der Schaden ist exorbitant. Jetzt winkelt es ein bisschen an, also das heißt, jetzt ist es gleich rum. Deswegen wählt er jetzt auch HE als nächste Munitionsart. Hat aber schon 22.000 Schaden gemacht. Die Rohn hat da direkt stark gelitten unter ihm. So, jetzt gibt es auch nochmal Torps da ins Wasser. Jetzt muss er nur wieder aufpassen, weil Team-Torps kommen, aber alles gut, kein Problem. Und auch die kann er gut dodgen. Die hören sogar vorher auf, also alles halb so wild. Leider jetzt keinen, der da schön breitseitig zu ihm fährt, wo die dabei die Rohn, die fahrt er jetzt definitiv gleich so, dass er da drauf schießen könnte, muss aber jetzt auch aufpassen. Und die Torpedos kommen an. Zwei Treffer direkt. Ja, und also scheinbar hat das mit den Rohns hier. Die erste leidet stark, die zweite jetzt auch direkt. So, und jetzt geht er da auf die Moskwa, denkt sich, ach, die Rohn, ist egal, macht schon jemand anders. Ich hole mir die Moskwa. 65.000 Schaden schon, wie schnell das halt geht. So, und der Torp vielleicht auch treffen. Ja, auch der trifft. Läuft sensationell. Seinen Antrieb, den repariert er nicht mal. So, jetzt ist er in der Form so entdeckt, dass er jetzt wahrscheinlich dann doch mal langsam weg will. Bleibt immer noch offen. Repariert jetzt auch, also jetzt soll der Antrieb wieder funktionieren. Wird es aber merklich langsamer, weil er jetzt weiter auf die New Orleans gehen will. Na, jetzt ist natürlich der Winkel zu spitz. Ich hoffe für ihn, dass die New Orleans weiter dreht. Ja, das tut sie. Da kann er die cappen. Jetzt die Amagi, also gefühlt ist hier keiner sicher vor ihm. Sensationell, was er hier leistet. Schon über 100.000 Schaden und das in der Kürze der Zeit, weil man darf ja nicht vergessen, 2 Minuten so in etwa dauert es, bis es mal wirklich richtig losgeht. Und es hat er effektiv 4 Minuten reine Spielzeit. Super, läuft wirklich super, super gut. Ah, da kommen Torpedos, muss aufpassen. Aber kein Problem, da ist er schnell genug. Und von vorne auch, aber hat er alles im Blick. So, auf die New Orleans. Jetzt seitlich drauf. Die fahrt hier rückwärts. Achtet hier gar nicht auf ihn. Damit kann er wieder sehr gut wirken und schießen.
Und jetzt Gearing, aber Gearing dürfte für ihn null Problem sein. So hat es das nächste Mal den Rauch wieder aktiviert. Nebelwand gelegt. Aber jetzt hat er die Yamato für sich entdeckt. Auch kein kleines Ziel. So, und vor allem jetzt Udaloy. So, jetzt sollte die gleich weg sein. Ja, perfekt. Ist schon zerstört. Nächster Zerstörer ist schon fast vorhanden, den er gleich wegmachen kann. Aber der hat kaum mehr Hitpoints. Das heißt, er geht jetzt weiter auf die Yamato und die brennt da fröhlich vor sich her. Jetzt nimmt er auch noch den Punkt ein. Wahnsinn, der macht gefühlt alles. Krassen Damage, unterstützen, Punkt einnehmen, alles kein Problem. So, jetzt hat er da mal einen kleinen Landgang eingelegt, aber auch das stört nicht weiter. 150.000 Schaden und weiterzählend. Brutal. Was ist denn, wer hat denn eigentlich Fail-Platoon? Ach, weil der 7er da in einem 8er und 9er. Okay, alles klar. Das gefällt, hat denen wohl nicht gefallen, beziehungsweise dem Gegner ist es gleich aufgefallen und er sagt, naja, läuft doch eigentlich ganz gut. Jetzt kann er ausnahmsweise einmal gerade nicht wirken, aber die Yamato brennt weiter. Also man sieht es oben am Damage, der tickt immer noch höher. Und auch jeder Tick kostet da mal richtig HP bei ihm. Und jetzt, man sieht, sein Team erst ein einziges Schiff verloren. Zwei der drei Caps und von den Tickets unglaublich weit vorn. Also das dürfte nicht mehr lang dauern. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, hier Damage zu reißen. Und vielleicht noch die 200.000er Damage-Marke zu knacken. Jetzt holt er sich da mal den Vernichter. Wundert mich alles nicht. Nebelwand ist aktiv. So, und jetzt dann halt die Montana. Die fährt auch schöner zu ihm. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt Großkaliber. Ja, warum denn auch nicht? Mit zum Zerstörer. So, jetzt geht er auf die Montana mit AP. Man sieht den Schaden, auch der ist gut. Aber er denkt sich, nee, die Yamato, die will ich lieber haben. Vom Winkel her, von der Distanz her, ist eigentlich die Montana näher, aber die Yamato hat halt weniger Hitpoints. Und die 200.000 Damage-Marke, die wird jetzt dann definitiv gleich fallen. Und auch die Tickets laufen aus. Ja, 200.000 Damage hat er geknackt. Tickets sind jetzt gleich durch. Damit verabschiede ich mich schon mal. Sag alles Gute weiterhin bei World of Warships. Ich freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ansonsten viel Spaß weiterhin.